Ökologische und nachhaltige Mobilitätskonzepte sind im Kommen. Die Sonderfläche Elektromobilität und Speichertechnologien auf der Gebäudeenergietechnik informiert nicht nur über elektrisch angetriebene Automobile. Auch Zweiräder sind vertreten und können in einem Parcours selbst getestet werden. Ja. Das ist jetzt einer der Roller, den wir hier auf unserer Sonderschau Elektromobilität und Speichertechnologien auf der GTEC zum Probefahren anbieten. Wir haben hier vorne einen kleinen Testparcours aufgebaut. Mehrere Roller und eine ganze Reihe von Fahrrädern kann man hier testen. Das ist im Moment, glaube ich, das Wichtigste am Thema Elektromobilität, dass die Menschen kennenlernen, wie sich das anfühlt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wer einmal elektrisch gefahren ist, das gilt für egal welches Fahrzeug, ob das jetzt ein Roller, Fahrrad oder ein Auto ist, der bleibt dabei, das kann ich fast versprechen. Geräuschlos und CO2-frei durch die Innenstadt fahren, das ist fast nicht zu toppen. Deswegen herkommen, ausprobieren, mal machen. Inzwischen ist es soweit, dass man selbst das Auto als Speicher nutzen kann. Das heißt, ihren Strom von der Solaranlage speichern Sie zwischen im Keller oder eben auch im Auto und können ihn vom Auto aus dann mobil unter Umständen sogar nutzen. Wir haben ein Fahrzeug hier, der Mitsubishi Outlander, hat schon ein System dabei. Da können Sie das Auto dann auch als Stromspeicher nutzen. Das ist unser BMW i3, das ist quasi die neue Revolution im Elektrobereichmarkt. Wir haben den Vorteil beim BMW i3, es ist in sich ein sehr geschlossenes Konzept. Das heißt, wir haben uns ganz gezielt oder BMW ganz gezielt dazu entschlossen, ein neues Konzept auf den Markt zu bringen. Das heißt, kein bestehendes Auto wie zum Beispiel ein BMW 1er zu nutzen, sondern wir haben bei diesem Fahrzeug haben wir den Antrieb um das Fahrzeug umgebaut. Wir haben in dem Fahrzeug einen 125 kW Motor, das sprich 170 PS. Das Fahrzeug können Sie ganz normal an der üblichen, also haushaltsüblichen Steckdose laden. Wir haben Beschleunigungswerte von 0 auf 60 in 3,6 Sekunden. Das heißt in dem Bereich so schnell wie ein BMW M3 oder so ein Porsche 911er. Von 0 auf 100 dann in 7 Sekunden. Was auch wirklich sehr einzigartig ist, ist der Aufbau bzw. Thema Nachhaltigkeit. Wir haben einen Recyclinganteil von 97% bei dem Fahrzeug. Wir haben eine Reichweite von reinen elektrisch 150 Kilometer. Das Fahrzeug bekommen Sie dann optional noch mit dem Range Extender. Damit können Sie die Reichweite verdoppeln. Das heißt, im Heckbereich sitzt ein Verbrennungsmotor, der die Batterie auflegt. Und dann haben Sie insgesamt 300 Kilometer. Sprich 150 Kilometer rein elektrisch plus nochmal die 150 von einem Generatoreffekt. Das sind dann 300 Kilometer Reichweite, die Sie mit dem i3 mit Range Extender zurücklegen können. Thema der Sonderschau sind neben den Fahrzeugen an sich auch die verwendeten Speichersysteme. Im Fahrzeug, aber auch im Haus sowie die Möglichkeiten der Energienutzung. Wir beschäftigen uns mit Stromspeichern, eine wichtige Komponente für die dezentrale Energieversorgung. Wir produzieren den Strom hier auf einem Dach, auf meinem Hausdach oder Carportdach. Wir nutzen den Strom dann für den direkten Verbrauch tagsüber. Der Überschuss geht dann in unseren Hausspeicher, wird dort eingespeichert und Sie können diesen Strom in den Abend- und Nachtstunden dann nutzen. Ich zeige Ihnen mal, wie das konkret aussieht. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, bis zu 6 Speichermodule hier zu verwenden. Normalerweise beginnen wir mit 2 Speichermodulen. Das sind dann zwischen 4 und 5 Kilowattstunden. Das ist der Bedarf, den man braucht an Strom, um über die Nacht zu kommen. Nach oben hin bestehen dann erstmal keine Grenzen. Also 13,8 Kilowattstunden ist unsere Grenze. Aber das ist schon wirklich ein sehr großes Einfamilienhaus oder auch ein Mehrfamilienhaus. Wir haben jetzt 850 Stück davon in Deutschland bereits installiert. Also das ist keine Zukunftstechnologie. Die Zukunft hat bereits begonnen. Elektromobilität live erleben auf der Gebäudeenergietechnik 2014. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.